Schneeflöckchen könnte das wieder einer der besseren deutschen Filme sein. Das seht ihr nämlich jetzt hier bei Nerdcheck auf Nerdtaste. Viel Spaß! Moin Moin, ihr Nerdtaster, herzlich willkommen zu einer Review hier auf diesem Kanal zu Schneeflöckchen, den abgefucktesten Märchen seit Brüder und Grimm. Ja, und was überhaupt Schneeflöckchen ist, das kriegt ihr jetzt als kleine Red Facts hier auf diesem Kanal. Der Film hat 5 Jahre in der Planung gebraucht, 2 Jahre Dreharbeiten, wurde immer so versatzstückemäßig 2 bis 4 Werktage gedreht, sogar am Wochenende. Unabhängige Filmemacher waren am Werk, waren teilweise, so, wenn ich auch so der erste Spielfilm gewesen war, dann natürlich so Crowdfunding-Investoren gefunden, 75.000 Euro in Hand genommen für diese Film, und was da rausgekommen ist, ist wirklich ein toller Film. Kommen wir aber erstmal zu den positiven Dingen auf diesem Film, wo man so sagen muss, es ist ein Genre-Mix aus Fantasy, schwarze Komödie und ja, Endzeit-Szenario. Das Positive ist auf jeden Fall erstmal halt klar Regie und Drehbuch, was da Adolfo J. Kolmager gemacht haben und Aaron Remmers, die jetzt nicht jetzt hochpreisige, sei mal, Produktion vorher gemacht haben, aber Aaron Remmers hat das wirklich ein paar Tagen irgendwie geschrieben, habe ich in der M-Extras geguckt, und Adolfo J. Kolmager, beide zusammen, haben einen sehr schlüssigen Film gemacht, von Anfang bis Ende, wenig Logikfehler drin, und diese Versatzstücke von diesen 4 Nebenstorylines sind teilweise wirklich, muss man jetzt mal sagen, ist sehr Storyline-mäßig sehr gut umgesetzt. Dieser Knackpunkt, wir integrieren das Drehbuch, und dieses Drehbuch Schneeflöckchen wird halt diesen Film leiten, war auch sehr, sehr witzig und passte wirklich zu diesem Film und war sehr gut gewählt. Natürlich ganze Hintergrundmalung, diese, ja, das Storyboard, sag ich mal, von den Charakteren, da kommen wir nämlich gleich zu, ist auch wirklich sehr gut gewählt. Aber da kommen wir nämlich jetzt zum Punkt Locations, Charaktere. Ihr müsst ja wissen, Berlin ist in Schutt und Asche gelegt worden nach einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Anarchie ist ausgebrochen und es dreht sich halt vieles um die beiden Freunde, Tan und Javid. Sind beide türkisch abstämmig, glaube ich, in diesem Film wird das auch nochmal so ein bisschen angedeutet. Ja klar, logisch. Und sie kommen zum Beispiel in so einen Dönerladen, das ist ziemlich witzig gemacht. Auch teilweise vom blutigen Faktor her auch gut umgesetzt. FSK 16, nicht zu blutig und nicht zu wenig. Einmal so Mittelweg, aber charakteremäßig kann man da wirklich ein paar Sachen ansprechen. Die Storyline am Lenia fand ich nicht so ganz geil. Passte rein, aber war so ein bisschen der schwächere Part. Aber wie sie nachher auf Schneeflöckchen getroffen sind, das fand ich auch ziemlich gut gemacht. Und die beiden Brüder, die halt mit ihren Masken, die man auch in den Trailer gesehen hat, waren auch sehr cool gemacht. Auch so diese ganzen Szenen noch drumherum. Aber da kommen wir nochmal zu Locations-Punkte. Ziemlich viel ist der Punkt ja geswitcht. Glaube ich, demmal haben sie auch viel in Berlin gedreht. Und was sie da aber gemacht haben, ist ziemlich düster gemacht, atmosphärisch, knackig, auch geil, wirklich umgesetzt. Und das ist wirklich auch so, dieser Verlauf halt von diesen Locations, die passt wirklich schön rein. Ich denke mal, sie haben da auch ziemlich viele Lost Places gefunden in Berlin, aber trotzdem toll gemacht. Natürlich auch so diese Bösewichte, die dann in diesen Film reinkamen, auch so im Verlauf am Schluss. Da war so klein ein paar Twists drin, wo man gesagt hat, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sei ja, das Drehbuch ist wirklich nicht schlecht gemacht. Und auch so dieses Ende dazu, ein bisschen Narzissmus ist da auch drin. Die müssen, die dürfen auch nicht fehlen. Komischerweise, wenn immer irgendwelche Zukunftssachen da drin sind, irgendwie Endzeit-Szenario, sind immer irgendwie die Nazis drin, kommen da drin vor, oder sind auf dem Mond oder keine Ahnung was. Oder à la Operation Overlord, aber trotzdem, das passte in diesem Film so geil rein und das war auch noch einer aus Inglourious Basterds. Aber jetzt mal so ein bisschen die Lobeshymne weggenommen, kommen wir mal zu den negativen Sachen in diesem Film. Das sind so ein bisschen die Effekte, okay, für den Preis, sag mal, was man am Budget hatte, ist das in Ordnung. Der Film hat ja 75.000 Euro gekostet, natürlich muss man auch Schauspieler irgendwie anheuern, die, sag mal, englische Schauspieler, die einen Namen haben. Und schauspielerisch geht das alles wirklich sehr gut in Ordnung. Da sind natürlich teilweise wirklich gute Schauspieler drin und auch wirklich Produzenten, die dann zu Schauspielern wurden. Das sind beide halt Tan und Javi, das sind ja eigentlich die Produzenten. Die machen wirklich ihre Sache sehr, sehr gut. Generell kann man das eigentlich nur loben. Aber das war jetzt gerade eigentlich schon wieder ein negativer Punkt. Und der negative Punkt ist natürlich, klar, wenn man englischsprachige Schauspieler nimmt, synchronisiert man das eigentlich. Hier gab es Untertitel, keine Synchro. Fand ich ein bisschen schade, war wahrscheinlich kein Budget mehr da. Ja, Effekte angesprochen, Effekte waren solide. Kommt man, sag mal, Mittelmaß solide, viele Blitzeffekte sahen halt nicht gut aus, sondern billig aus. Aber wenn man sowas überlegt, weil ich habe mir das ja auch nochmal extra angeguckt, die waren gut umgesetzt. So, und was sie genommen haben, Auto rausgefahren, Kamera rein, also das war schon ziemlich lustig anzusehen. Und das war auch, wenn man selber mal so Videoproduktion macht und so weiter, auch sag mal, es kann anstrengend sein. Und das war lobenswert. Und die Laufzeit von 2 Stunden, die hat so ein bisschen seine, ja, manchmal auch seine Schwachpunkte. Man merkt, Anfang ist stark, Ende stark, Mitte ist so ein bisschen, das schwappt das so ein bisschen, weil ein paar so Nebenparts nicht so gut sind. Aber trotzdem, ja, ist es ein Fazit
wo man sagen muss, der Film macht sehr vieles richtig, macht aber auch ein paar Sachen auch nicht ganz geil richtig, hat manchmal auch seine Logikfehler, aber trotzdem ist das wirklich seit langem, steht auch hinten drauf auf dem Mediabook, ein Genre-Mix aus Deutschland der besseren Art. Deswegen bekommt Schneeflöckchen von mir eine solide Bewertung von 7 von 10 und den kann ich auch für euch wirklich empfehlen. Und das Mediabook kostet im Handel 18,90 €, bei Black Friday war das drin, okay, jetzt wird es wahrscheinlich vielleicht 20, 25 Euro kosten. Ich habe euch den Videolink hier reingemacht, ne, wo ihr das kaufen könnt. Und hier seht ihr das, das Mediabook ist wirklich schön anzusehen. Das Cover hier, das Kinoplakat Schneeflöckchen, ja, das abgefuckteste Märchen seit den Gebrüdern Grimm. Ihr habt hinten das Backcover, dann hier noch so ein Sheet hier, sag ich mal, wo ihr dann halt drauf gucken könnt. Da sind die Extras drauf, die Extras sind sehr interessant. 24-seitiges Booklet hier drinne, sehr, sehr, sehr interessant. Da sind auch ziemlich viele, ja, so halt Monologe-Page drinne, was man wissen muss über den Film. Hier sind nochmal der ganze Cast drinne. Blu-ray und DVD sind da drinne. Ich habe natürlich Blu-ray gesehen, Bild war gut, Ton war gut und mehr muss ich gar nicht sagen. Ja, Leute, lasst ein Abo hier, lasst einen Kommentar hier, wie ihr den Film fandet oder überhaupt gucken werdet. Und natürlich verpasst nicht den Adventskalender bei Thomas. Von Thomas auf dem Kanal am 1.12. bei mir am 2.12. immer abwechselnd. Er ungerade, ich gerade. So, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert, aber ich musste dreimal dieses Video aufnehmen, weil irgendwie die Batterie von Tonaufnehmer alle war. Aber egal, Leute, bis dahin und ciao. Bam!